Marko Stankovic ist zu Hause angekommen. An einem See in der Nähe von Graz wird er demnächst und, wenn es nach ihm geht, für lange Zeit wohnen. Sturm ist nicht nur ein Job. Also ich habe bewusst auf 3 Jahre unterschrieben und nicht auf kürzere Zeit, um nochmal jetzt da auf Zwang irgendwo hinzukommen. Graz ist meine Heimat, da fühle ich mich wohl, da ist meine Familie. Sportlich ist die Situation sprichwörtlich. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Wie ist er denn jetzt, der Saisonauftakt? Gut? Schlecht? Derzeit so ein bisschen eine Wundertüte. Sag ich mal, wir haben sehr gute Momente, sehr gute Phasen und dann auf einmal wieder Phasen, wo wir völlig von der Rolle sind. Das ist derzeit noch sehr schwer einzuschätzen. Eine der Szenen des vergangenen Wochenendes. Stankovic gegen Hofmann. Der Grazer mit der impulsiven Reaktion auf ein Foul. Hofmann lässt sich nicht fallen. Aber die Situation eskaliert. Letztlich muss Beric raus. Action im Happelstadion. Von meiner Seite war das rein gar nichts. Und man braucht den Stefan nicht gratulieren zu seiner Charakterstärke, dass er sich nicht fallen lässt, weil von einem Luftzug kann man nicht umfliegen. Was Stankovic in den letzten Monaten bei der Austria erleben muss. Kein Luftzug, sondern starker Gegenwind. Und der Bielitzer noch Champions League hält. 2-0! 2-0! Marko Stankovic! Danach aussortiert. Also wenn das jetzt mit dem zu tun hat, dass ich unter dem Bielitzer quasi ein Lieblingsspieler war, dann tut es mir wirklich leid und dann ist es wirklich, ja, dann ist es traurig, dass es im Profifußball sowas gibt, dass man da eine Differenzierung macht. Aber man muss sagen, wie er weg war, habe ich gar keine Chance mehr gekriegt. So einfach ist es. Dass seine ehemaligen Teamkollegen Schwierigkeiten haben, die Vorgaben von Gerald Baumgartner umzusetzen, überrascht Stankovic nicht. Die Austria steht für gepflegten Stil, Ballbesitz, Spiel nach vorne, aber jetzt nicht unbedingt auf das wenig Ballbesitz und super viel Pressing. Und das müssen sich die Spieler sicher noch gewöhnen. Stankovic hat sich in Graz eingewöhnt. Sportlich, zu 70%, wie er selbst sagt. Menschlich, persönlich, längst zu 100%.